Hallöchen Leute, willkommen zurück zu Let's Play The Darkness Within auf der Jagd nach Lofnolda oder in Pursuit of Lofnolda. Beim letzten Mal haben wir uns ein bisschen in Lofnoldas Büro umgeschaut und sind aber nicht allzu weit gekommen. Oder wie gesagt, ich bin nicht allzu weit gekommen, lass mich kurz OBS kleiner machen. Leitung ist tot, okay. Zeitung sagt uns auch nicht allzu viel. Außer, dass sie aus dem... Sie ist aus 2006. Ah, Mann. Vergesst immer wieder, dass ich das nicht so machen muss. Sie ist aus 2006. Moment, der Kalender ist auch aus 2006, oder? Und das Ereignis war im November. 18. November? Dieser Kalender ist 5 Jahre alt. Also aus der Zeit vor seiner plötzlichen Abreise. Afrika und Ozeanien. Und die Zeitung berichtet aus Brengsten. In der Nähe von Wolfsmouth. Okay. November 2006. Ich will noch mal kurz, da kann ich nichts untersuchen. Fenster kann ich auch nicht aufmachen. Genau. Natürlich, wir könnten Tipp. Der Kalender. Gibt es nicht zu überlegen. Laufen wir das Flucht. Ja, komm. Tipp. Howard hat die Fotos. Oh, das hatte ich sogar im Kopf. Ich war mir nur nicht sicher, ob ich das tatsächlich machen sollte. Wie war das so? Ich muss mich da umsehen, wo das Foto gemacht wurde. So kann ich keinen Vergleich. Oh, gibt's ein Foto von der Stelle, wo ich gerade bin? What? Ja, das hier. Oder was zeigt das Foto? Goddammit. Steuerung ist ein bisschen fickerig manchmal. Ich möchte ganz gerne das hier untersuchen. Wie? Ah, Moment. So. Das hier untersuchen. Wie kriege ich das da rein? Ah, mit rechts. Okay, nein. Nichts Ungewöhnliches zu sehen. Moment. Klar. Ne, die sind da. Okay. Was haben wir hier? Den Winkel. Das heißt, es müsste das hier sein. Nichts Ungewöhnliches zu sehen. So, was bist du? Du bist da direkt vor der Tür. Irgendwas an diesem Bild ist anders? Uhr zeigt 10 vor. Vielleicht die hier. Moment. Akten aufbewahrt. Jemand hat das Bild bewegt. Versiegel, wer könnte hier eingedrungen sein? Ich wollte nicht zurück. Ich wollte das unten untersuchen. Sehen wir uns die Rückseite an. Es scheint sich etwas daran zu verstecken. Oh, 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 oh. Okay, was ist das? Ein Briefkuvert aus dem Bilderrahmen. Ich glaube, es wurde nach der polizeilichen Untersuchung dort platziert. Ich sehe mir nicht gerade aus, ob da... Ja, machen wir das Offensichtlichste und kombinieren die
Wie kombiniere ich die Sachen? Untersuchen. Du und das. Mach. Danke. Ein Schlüssel. Okay. Also wie viel war da drin? Was bist du? 3. Januar 2011. Ich schreibe diese Notizen exakt einen Monat nach dem Kauf dieses Hauses, in dessen Stille ich meinen Gedanken nachgehen und mich treiben lassen konnte. Ich entfliehe der bedeutungslosen Monotonie meines Lebens, indem ich jedem Knirschen, jedem Geräusch des Hauses lausche. Auch wenn ich selten schreibe, halte ich diese Notizen für sehr wichtig. Ich fand dieses Haus durch einen erstaunlichen Zufall. Ich hatte mich beim Umherstreifen in den verschneiten, engen Straßen dieser Stadt teils verirrt. Ich stand voller Ehrfurcht vor den Nebel der Vergangenheit. Als ich wieder zu mir kam, suchte ich nach dem Rückweg. So stieß ich auf dieses Haus. Sein majestätischer Anblick erregte meine Aufmerksamkeit. Schon lange hatte ich einen Ort gesucht, an dem ich mich von Zeit zu Zeit zurückziehen und dieser vergangenen Welt lauschen kann, die niemand kennt oder kennen will. An der halb zerfallenen Gartenmauer fand ich eine kaum lesbare Metallplatte mit der Hausnummer. Sie war rostig und vermutlich so alt wie das Haus selbst. Ohne zu zögern gab ich die Nummer in meinem Organizer ein, den ich vor einer Weile gekauft hatte, weil ich immer vergesslicher werde. Schon von außen war deutlich zu sehen, dass zu gerade niemand dort wohnte. Ich versuchte herauszufinden, ob das Haus zum Verkauf stand, und meine Freude kaum beschreiben, als ich den Verkäufer fand. Okay. Als ich später mit ihm sprach, sagte er mit einem glücklichen Lächeln im Gesicht, er habe das Haus noch nie gesehen, sei durch eine Hypothek seiner Firma zugefallen und er habe es sofort veräußern wollen, jedoch nicht geglaubt, dass jemand es haben wolle. Mehr konnte er mir nicht über das Haus sagen und selbst wenn, wäre es mir egal gewesen. Ich habe es ohne zu zögern gekauft. Doch bevor ich fortfahre, muss ich eines erwähnen. Nach dem Kauf erfuhr ich, dass es noch einen Interessenten gab, der sich als Ivar Bergen, ein Einwanderer aus Norwegen, vorstellte. Seinem Aussehen nach zu urteilen, war er offenbar recht wohlhabend und ich weiß noch, wie er bei unserem ersten Treffen sagte, auch er hege Hoffnung, das Haus zu erwerben, doch anscheinend sei es zu spät. Gott, wie lang ist das? Ziemlich lang. Alter und real. Ich sage einfach mal, pausiert zwischendrin und falls da wirklich irgendwas allzu Wichtiges drin ist, werde ich das Ganze natürlich nochmal nachlesen. Aber ihr pausiert einfach zwischendrin. So. Hinweise 0 von 3. Bestimmte Worte oder Sätze zu unterstreichen getaut. Hinweise. Unterstreichen. Unterstreichen Sie Clark, indem Sie mit Linksklick den Stift ziehen. Clark. Am Ende des Briefes steht Clark. Und er ist an Jonathan. Sein Bruder. Das sind die Notizen, die Jonathan in seiner Erklärung erwähnt. Der Brief enthält noch Hinweise. Wieder als Taste Text überspringen. Weg damit. Also können Sie heute standardautomatisch die sichtbaren Steine durchsuchen. Finden lassen. Das haben wir nicht. Das haben wir nicht zur Verfügung. Wir haben nur zur Verfügung, dass wir wissen, dass es da drei Hinweise gibt. Und ganz kurz, Moment bitte, ich muss hier mal eben mein Mozilla Thunderbird runtermachen, weil sonst würde ich da drin die ganze rumklicken. Du weißt, dass ich gern gleich zur Sache komme. Ich schreibe dir dies, weil ich weiß, dass mir schon bald was Schlimmes zustoßen wird. Wir haben uns nun seit 4 Monaten nicht mehr gesehen und ich habe dir verheimlicht, wo ich bin, weil ich wusste, solange ich mich um die Firma kümmern und alles in Gang halten würde, würdest du dich nicht um mich sorgen. Ich will offen sein, ich weiß, du magst mich nicht und das beruht auf Gegenseitigkeit, aber das ist jetzt unwichtig. Vor ungefähr einem Jahr habe ich mir ein Haus gekauft, in einem alten Viertel im Norden und während der immer länger werdenden Phasen, in denen wir nicht miteinander gesprochen haben, dort gelebt. Du kennst mich, Geheimnisse aus alten Tagen haben mich schon immer fasziniert und du weißt auch, dass ich niemals wollte, dass du oder sonst jemand von meiner derzeitigen Situation erfährt. Bis vor 2 Monaten hätte ich nicht im Traum daran gedacht, auch jetzt, trotz der unvorstellbaren Lage, in der ich mich befinde, spüre ich noch ein gewisses Widerstreben. Nenn es meinetwegen kindische Eifersucht, es ist mir egal. Ich kann dir im Augenblick unmöglich erzählen, was geschehen ist. Vielleicht kannst du dir aus meinen Notizen in diesem Paket einen Reim machen. Ich bitte dich nur um eins, geh nicht zu diesem Haus. Verkauf es, egal wie, dir selbst und unserer Familie zuliebe. Und geh nicht zur Polizei mit dieser Sache, egal was passiert. Die Adresse steht unten. Wir werden uns nicht wiedersehen. Pass auf dich auf.
North End Street. Das ist das Haus, oder? Aber von was? Ah, Moment. Haus. Adresse. Ein Haus. Ein Viertel im Norden. Nicht gerade interessant. Was Schlimmes, was vielleicht? Eine Firma. Ich bin gerade sehr am Überlegen. Die Notizen. Moment. Geh nicht zur Polizei, die Adresse steht unten. Okay, ich werde mal diesem Hinweis nachgehen. Hinweis. Diesem Brief weist etwas, das Clark getan hat, darauf hin, wo Edward wo Howard als nächstes hin muss. Danke, Spiel. Das habe ich schon markiert, aber er wollte es nicht. Er muss zur North End Street in Northwood. Jonathan. Jonathan Field. Oh, jetzt sagt mir nicht. Mr. Fitz hat sich heimlich ein Haus gekauft. Oh, jetzt, warte, lass mich raten, jetzt kann ich genau das hier unterstreichen. Hier ist die Adresse von Clark Fields Haus. Schlüssel im Quell muss sein Hausschlüssel sein. Ich setze meine Untersuchung besser dort fort. Field Agent. Okay, das war jetzt, ich denke immer ein Stück zu weit voraus, glaube ich. Wenn die Adresse muss der jetzt für ein Haus oder sowas sein, da geht man doch dann direkt dahin. Nein, anscheinend nicht. Moment. Clark und John. Wer sind jetzt Clark und Jonathan? Dieser Ort hat eine bedrohliche Atmosphäre. Man gelangt über sich windende tunnelartigen Straßen hierher, die von windschiefen Häusern gesäumt werden. Dabei wird man aus Fenstern und Türen von den feindseligen Einwohnern beäugt. Innen sieht es ganz anders aus, als man es von außen erwartet. Es wirkt so geheimnisvoll. Ich glaube, hier finde ich etwas. Ja, zu den Dreck am Boden sagst du nichts, hä? Verschlossen. Wie zu erwarten, da sind ein paar Motten. Schranktür. Tür ist nicht verschlossen. Ich glaube, etwas dahinter blockiert sie. Okay. Hinsetzen willst du dich auch nicht. Oh Gott. Ich erwarte irgendwie jeden Moment einen Jumpscare, weil weiß ich, oder hab nachgeschaut, dass es nicht wirklich welche gibt. Der Schraubenzieher könnte nützlich werden. Warum nimmst du ihn nicht mit?
Tür ist verschlossen. Okay. Das ist auch zu. Oder nichts, eher gesagt. Das kann ich nicht untersuchen. Hier gibt es so viele Sachen, wo man mal zumindest einen Blick reinwerfen sollte. Aber nichts davon tut er. Oh, was haben wir hier? Das sind Notizen von Mr. Field. Also waren die, die ich hatte, nicht vollständig. Oh Gott, noch mehr zum Lesen? Part 2 von 4. Ihr wisst, was zu tun ist. So, wäre da irgendwas. Wäre da irgendwas Wichtiges drin gewesen, hätte der Typ wahrscheinlich auch darauf reagiert. Okay. Ja. Das sieht schön aus. Was haben wir hier? Rückseite versteht Jonathan und Clark Field. Mr. Clark hat erzählt, dass sein Bruder und er nicht miteinander auskamen. Sonst gibt es hier keine Familienfotos. Okay. Zumindest etwas von der Familie. Als ob da eine Zeitung liegen würde. Moment. Da liegen Notizen. Und ich kann mich nicht bücken. Gott verdammt, du fauler Detective, Mann. Wie soll ich denn da sonst rankommen? So? Hey, da sind Notizen. Sind das überhaupt Notizen oder sind das nur Blätter? Ich nehme einfach mal an, das sind nur Blätter. Oder unwichtige Notizen, keine Ahnung. Nee. Brief, den er nicht öffnen will. Meine Güte, du machst aber echt schlampige Arbeit. Hier ist es viel kälter als in den anderen Teilen des Hauses. Außerdem wimmelt es hier vor Motten. Seltsam. Gehen wir in den Keller. Das ist natürlich der beste Ort an einem Horrorspiel. An dieser Schaufel ist feuchte Erde. Schaufel mit feuchter Erde. Da gibt es nichts zu übernehmen. Natürlich nicht. Der Schaufel ist feuchte Erde. Anscheinend wurde sie erst kürzlich benutzt. Gut aufgepasst, Herr Detective. Hier riecht es seltsam. Könnte so etwas wie Weihrauch sein. Ein intensiver Geruch. Jetzt kriegen wir hier ganz einen Hinweis und alles. Meine Güte. Intensiver Geruch. Was haben wir hier? Ein Sicherungskasten. Das ist ein Feuernäscher. Ein paar Töpfe. Die Substanzen riechen nach Wein und Steppenraute. Steppenraute. Weg. Intensiver Geruch. Vielleicht etwas anderes. Gut, war nur eine Idee. So, hier. Was für eine Unordnung. Mehr sagst du dazu nicht? Dein Ernst? Okay, du bist der Profi. Es ist eine Unordnung. Mensch. Verschlossen. Habe ich mir schon gedacht. Ich hab's trotzdem. Oh, was ist das? Ein fleckiger Stofffetzen mit irgendeiner schleimigen Substanz drauf. Könnte doch wohl nicht etwa Blut sein. Moment, ist Blut schleimig? Blut ist nicht schleimig. Okay. Gift vielleicht. Naja. Gut. Gehen wir nach oben. Andere Möglichkeit haben wir gerade nicht. So, ab nach oben. Hui, nun komm schnell zur Sache. Manchmal. So, so. Ganz nur sind wir 5 vor 7 stehen geblieben. Ein nicht zu entziffernder Zettel. Wir sind um 6 bis 5 vor 7 stehen geblieben. Genau wie im Büro. Was?
Was möchtest du ja denn gerne untersuchen, Herr Detective? Ich sehe nichts, was es zu untersuchen wollen gäbe. Vielleicht kann ich da später irgendwas mitmachen. Was für eine Unordnung hier herrscht. What the fuck? Da. Der Fall Alfonso Rugger. Nach folgend eine Zusammenfassung der bekannten psychologischen Folgen bei Einnahme von Halluzinogenmixtur Tversei. Bei erhöht emotionaler Verfassung, zum Beispiel starke Wut, Sorge, Angst etc. Diese Probleme können manchmal besonders schwerwiegend sein und zum Wahnsinn führen. Es ist bekannt, dass einige esoterische ethnische Gruppen diese geheime Mixtur in ihren religiösen Riten und Festen benutzen. Ein typisches Beispiel befindet sich in den Notizen des berühmten Okkultisten und Philosophen Alfonso Rugger vom 2. November 1833. Die Notizen umfassen den Zeitraum vom 11. Oktober 1832 bis zu seinem Tod am 12. Oktober 1833. Weitere Informationen finden Sie im Buch Tversei, ein schwarzes Loch, das seine Erfahrung mit Tversei beschreibt und nach seinem Tod aus seinen handschriftlichen Aufzeichnungen zusammengestellt wurde. 2. Oktober 1833. Nach umfassenden Versuchen ist klar, dass es Tversei tiefgehende Wirkung besitzt. Es verändert das Bewusstsein auf unglaubliche Weise. Leider haben meine detaillierten Forschungen nur wenige Informationen über diese Mixtur erbracht. Obwohl die Wirkung nicht lange anhält, ist das Erlebnis übermächtig. Es ist schwer zu beschreiben, aber ich würde sagen, es bringt die Seele bis an ihre Grenzen. Ich muss hinzufügen, dass es ein seltsames Gefühl hinterlässt, wie eine Art Leere im Innern. Dies ist natürlich nur eine unzulängliche Beschreibung meiner Erfahrungen. Eine andere Person würde vermutlich andere Worte finden. Interessant. Kannst du das ja auch aufmachen? Nee? Du könntest schon, du willst nur. Okay, das heißt, das Kraut, was wir unten gefunden haben, gehörte wahrscheinlich zu dieser Mixtur. Oder vielleicht, keine Ahnung. Sehr wahrscheinlich. Was haben wir hier? Geht die auf? Oh, sie geht auf. Das Bad. Was ist das für ein Haus? Nun gut. Vor allem nachts ist auch immer der perfekte Zeitpunkt, um zu solchen alten Häusern zu fahren. Einige Zimmer sind wie diese hier, nur teilweise wieder hergerichtet worden. Die Möbel wurden wahllos verteilt. Da ist ein Seil, das sieht aus, als ob wir es mitnehmen könnten. Gehen wir doch mal weiter in die Richtung und schauen nach, wer das Seil mitnehmen kann. Ein Seil. Dankeschön. Mensch. Zu den Motten sagst du nichts, hä? Hier ist es viel zu dunkel, irgendwas zu erkennen. Dass die Musik so ruhig, das ruhig ist, beunruhigt mich ein wenig. Mal schauen. Ich kann nicht sehen, wie spät es ist. Ich wollte eigentlich schauen, ob die Uhr auch um 6.55 Uhr stehen geblieben ist. Gut, das. Da ist doch eine Tür, ich sehe es doch ganz klar. Ich war nur zu blöd, um da voll drauf zu klicken. Ganz schön feucht hier drin. That's what she said. Ja. Der Schrank ist abgeschlossen. Ich brauche Bild. Nicht lesbar. Oh. Das ist wieder sehr viel. Griechischer Trank, Wasser, Gerste und Kräutern. So. Okay. Ich werde langsam immer verwirrter.
hier drin? Schlüssel. Cool. Also. So, hier ein paar Hemden. Kann ich dich auch noch aufmachen? Nichts. Gut, dann haben wir einen Schlüssel. Was für ein Schlüssel ist es? Ein rostiger Schlüssel. Könnte vielleicht in den Keller passen. Vielleicht. Muss man jetzt schon. OBS, wie lange nehme ich auf? 25 Minuten. Okay, 5 Minuten haben wir noch. Oder er passt vielleicht. Nee. Gut. Ich glaube, er benutzt den Schlüssel auch von alleine. Also, da müssen wir uns keine Sorgen machen. Vielleicht. Ah, hier war das Bad, stimmt. Das war gar nicht abgeschlossen. Ich werde bestimmt aussehen wie ein Idiot in diesem Let's Play. Moment, what? Von hier bin ich nicht gekommen. Gibt es viele verschiedene Masken. Ich glaube, es sind afrikanische. Okay, es war noch davon. Geschnitzte Holzmaske, eine von vier, auf mein Hobby von Mr. Field. Okay. Du willst immer die ganzen Sachen untersuchen. Du willst mich verunsichern, Spiel. Das ist eine Notiz zu einem Manuskript. Ich weiß auf Mr. Fields Versetzungsmerkmal. Dann nimm's mit. Goddammit. Schlechtester Detective ever. Wenn alle Daten markiert sind. Filmgeschichte sind sehr alt und schwer zu bekommen. Oh Gott. What? Ich bin verwirrt. Schreiben die Aufnahmen, die Mr. Fit gemacht hat. Oh Gott. Meine Güte, es gibt drei Hinweise und es ist so viel. Heieieiei. Ich meine, im Prinzip könnten wir alles unterstreichen und sagen, hier, such das Sinnvoll und such den Hinweis aus. Ich dachte, da würde was dazu sagen. Okay. Das schauen wir uns aber im nächsten Part an, denn wir sind bei 30 Minuten angelangt.
und ich habe nicht damit gerechnet, dass sowas auf einmal aufploppt. Gut, dann würde ich sagen, ich hoffe, das Let's Play hat euch gefallen. Falls ja, Kommentare und Kritik sind mir wünscht. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.